es im Sportbereich zu einer Kultmarke zu werden, wie das vielleicht der FC St. Pauli geschafft hat. Kann man das steuern? Kann man das herbeiführen durch Emotionalisierung? Also ich denke mal, man kann es natürlich steuern, aber das Besondere bei dem Fußballverein als Marke ist natürlich immer die extrem hohe Emotionalität. Das heißt, letztendlich kann man rund um die Marke machen, was man möchte, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist. Der überschattet alles. Welche Rolle spielt die Personalisierung speziell im Modebereich und welche Risiken bringt die und birgt die in sich? Dieter Bohlen und Camp David beispielsweise, also da ist es halt so, da ist es sehr zielgruppenorientiert, das Ganze. Ja? Also wer Dieter Bohlen sieht mit dem Camp David, der möchte auch so sein, und die Zielgruppe von Camp David, so habe ich das zumindest mitbekommen, also ich trage kein Camp David, das sind in der Regel wirklich auch so die Zuschauer, die ihn vergöttern. Ja? Gibt es eine allgemeingültige Krisenstrategie, eine Krisenkommunikation, wenn man Opfer, wenn man Protagonist eines Skandals wird? Auf Ihre Frage kann ich nicht pauschal antworten, weil jeder Fall immer anders ist. Die meisten Fälle könnte man überleben, wenn man richtig kommuniziert, also zum Beispiel etwas einräumt und verspricht, dass es nicht wieder vorkommt.